Moin, es ist der 10.9. und wir sind nach über 10 Monaten das erste Mal wieder aus der Schweiz raus, und zwar nach Deutschland. Wir hatten in der Garage noch ein paar deutsche Pfandflaschen liegen. Uta, brauchst du noch einen zweiten Einkaufswagen? Damit ging es dann zum Pfandautomaten, und als wir gerade die Hälfte los waren, Behälter voll, Personal rufen. Zum Glück hatten sie noch einen zweiten Automaten, den haben wir dann auch noch gefüttert. Und da hat es dann gelangt. Also unter anderem mit den Pfandbons ein bisschen einkaufen gehen. Die habe ich mir nicht geholt, wir haben keinen Ofen in Camper Arno. Und diese Omnia-Geschichte gefällt mir, glaube ich, nicht für eine Pizza. Bei Uta gab es was Einfaches, bei mir war es ein bisschen aufwendiger. Da hatte ich richtig Arbeit mit, ich musste Wassereis machen. Wer diesen Kanal ein bisschen kennt oder mich auch persönlich kennt, der hat schon eine Ahnung, worum es jetzt geht. Wir gehen dafür mal nochmal zurück in den Laden. Also bitte, wer kann bei solch kulinarischen Genüssen zu 79 Cent pro Topf widerstehen? Ich konnte es jedenfalls nicht. Ich habe ab diesem Moment noch 5 Minuten zu warten bei gelegentlichen Umrühren. Wo wir genau sind, sage ich morgen. Ich sage an dieser Stelle mit diesen Bildern schon mal gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht. Denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an. Denn wir sind frei. Können alles sein. Guten Morgen. Wir hatten eine ruhige Nacht mal wieder auf den Rheincamping Waldshut. Das war nicht unsere erste Nacht hier, es war auch nicht unsere letzte. Allerdings unsere erste für 15 Euro. Sonst waren es 12 Euro. Die haben den Preis ein bisschen erhöht hier. Ist aber nicht ganz so schlimm. Die Leistungen hier sind recht ordentlich. Wir haben ganz andere Plätze für 20 Euro, wo dann bestenfalls noch ein Dixie-Klo steht. Hier hat man Zutritt auf den Campingplatz mit WC, mit Dusche, mit Waschmaschine, mit allem drum und dran. Man hat hier eine Fähr- und Entsorgung. Man hat einen gepflasterten Platz, mag nicht so idyllisch sein, ist aber, wenn man Hunde hat und mit denen dann im Camper geht, eigentlich mal ganz praktisch. Die haben dann keine kleinen Steinchen reingeschleppt oder irgendwelche Matsch oder sowas in der Richtung. Ach ja, und eine ordentliche Müllstation haben sie ja auch. Bevor es weitergeht, wir haben ein bisschen Problem bei Camper Arno. Vorne links Abblendlicht, H7, defekt, muss gewechselt werden. Ich bin so ein bisschen auf dem Minimalismus-Trip vom Werkzeug her. Hab so ein neues Knarren-Set mir geholt. Sehr klein, sehr handlich, aber es reicht für solche Sachen. 8 Minuten habe ich etwa gebraucht, um den Scheinwerfer auszubauen, die Birne rauszuziehen, die Birne wieder reinzustecken, die neue natürlich, und dann den Scheinwerfer wieder einzubauen. Ja, das Minimalisieren des Werkzeugs bei der Zange, da geht vielleicht noch was. Es ist im Übrigen völlig normal, man muss bei diesem Auto den Scheinwerfer ausbauen, die Birne wechseln und wieder den Scheinwerfer einbauen. So gehört das einfach. Gestern hatten uns einfach die Pfandflaschen zu lange aufgehalten, drum kaufen wir erst heute Futter für die Jungs ein. Ach ja, länger sollte Camper Arno nicht sein, der Parkplatz ist hier mehr als ausgenutzt. Die Parklocation für die heutige Geogassi-Runde ist der Friedhofsparkplatz dort hinten. Wir übernachten zwar heute auf einem Friedhofsparkplatz, aber nicht auf diesem hier. Der Beginn der Runde gefiel mir nicht ganz so gut, so mit den Autos da nicht ideal, aber da vorne geht's schon links rein, gleich hinterm Maisfeld. Dachte ich, waren dann aber doch noch 200 Meter mehr. Das ist schon besser hier, nicht so stark befahren, aber noch Asphalt, wenn auch ein bisschen brüchig. Aber hier konnte man doch immer noch mit Autos rechnen, also die Jungs erstmal noch an der Leine gelassen. Aber schön schattig hier, war gut. Ja, dieser Geocache hier, den hat Samsung gefunden, aber das war echt ein Drama. Ein Drama dahingehend, Samsung kam nicht richtig an den Cache ran, hat versucht, seine dicke Nase dazwischen, diese Wurzeln inzwischen zu drücken. Aber der Baum hat geharzt wie Hulle. Und so hat er dann über dem Auge oder unterm Auge richtig viel Harz gehabt. Und da haben wir richtig noch mit zu tun gehabt. Das ging mit warmem Wasser nicht weg. Das ging mit einem Trockenlappen nicht weg. Das sind ihm nach 2 Wochen die Haare ausgefallen. Und er sah richtig, richtig räudig aus. Wir haben teilweise Leute gehabt, die ihn vorher gestreichelt haben.
Die haben es dann gelassen, weil die dachten, oh, das ist bestimmt ansteckend. Ja, er hat sich also die Haare nicht hier entwachst, sondern entharzt. Diese Blätter hier sind nicht etwa feucht. Das ist Harz, alles Harz. Dann Samsons Fell hat jetzt was ab und ich, Idiot, habe dann auch einmal mit der Hand an den Baum gefasst, um mich festzuhalten. War nicht so clever. Ja, komm her, hier. Du bist auch total verklebt hier. Ah. Alles klebt. Keine Ahnung, was Jack mit diesem Hochsitz hatte. Er wollte unbedingt da hochklettern, dabei ist da oben ja die Tür zu. Und wir haben ihn ein paar Mal zurückrufen müssen, wenn er schon die ersten zwei Stufen genommen hatte. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, alles klar, ich gehe jetzt nach oben, mach die Tür auf, warte da oben auf dich und zur Not helfe ich dir wieder runter. Eine Maus. Eine Maus. Das weiß ich nicht, aber gut. Samson hat im Übrigen nur hochgeguckt zu dem Hochsitz und hat gesagt, du, ich bin zu alt für den Scheiß. Komm runter, ich mach das so wie Frauchen, wenn du unten bist, dann freue ich mich tierisch über dich. Und das haben wir dann auch so durchgezogen. Ich bin runtergeklettert wieder und Samson hat sich gefreut wie Hulle. Ja, Jack wird langsam auch besser, was das Geocachen angeht. Aber sind wir ganz ehrlich, wir müssen dann schon eine starke Idee haben und setzen ihn dann grob in die Richtung an. Und sagen, ja, guck dir das mal an. Während Samson unaufgefordert plötzlich mit dem Cache vor ihm steht und man denkt, huch, was ist denn nun los? Ah, hier gibt's einen Bonus. Für knappe 5 Minuten hat es geregnet, da haben wir uns dann unter den Baum gestellt, denn ich hatte keine Regenjacke mit. Und Uta hat sich gesagt, ach, dann ziehe ich mir gleich ein bisschen Pizza noch rein. Na und dann kamen wir doch endlich an eine gute Erfrischungsmöglichkeit für die Jungs. Wir sind immer noch irgendwie am Wasser, aber eben mitten in der Stadt an einem Brunnen. Und Jack versucht hier so relaxed wie möglich zu wirken, während Uta ihm einfach aus dem Fell die Kletten des Tages zupft. Nach ein paar Minuten Pause am Brunnen sind wir wieder ein paar Minuten unterwegs und sind wieder mitten im Wald. Der Brunnen und die letzte Pause liegen schon ein ganzes Stück hinter uns und da denken wir, Mensch, die Gelegenheit nutzen wir hier und machen eine Pause. Und einen Cache gibt es hier im Übrigen auch noch. Ne, wenn es ein Käsebrot wäre, du isst den armen Hunden hier ihre Wurstblätter nicht weg. Ja, Samson war irgendwann ein bisschen langweilig, er stromerte da rum und dachte dann, das hier zeige ich mal Herrchen und Frauchen, da können wir bestimmt irgendwas mit anfangen. Klar können wir damit was anfangen, Samson. Got it.
Wieder zurück bei Camper Arno entscheiden wir, bevor wir zum nächsten Friedhof fahren, wo unser Übernachtungsplatz ist, kriegen die Jungs erstmal was zu futtern. Jetzt. Anderer Friedhofparkplatz und unser Übernachtungsplatz. Hier waren wir nicht zum ersten Mal, hier waren wir unter anderem auch schon mal mit Team Helly. Ja, und länger sollte Camper Arno eigentlich auch nicht sein. Mit diesen Worten sage ich erstmal gute Nacht. Guten Morgen, es ist der 12.09. und wir hatten auf dem Parkplatz vom Friedhof eine ruhige Nacht. Für die gestrige Runde hatten wir bereits an einem anderen Friedhof parkiert. Dann sind wir zu diesem Friedhof gefahren zum Übernachten und nachher geht es wieder zu dem gestrigen Friedhof zurück, um die heutige Runde dort auch zu starten. Aber erstmal gucken wir uns diesen Friedhof hier an. Denn er scheint recht groß und parkähnlich zu sein. Die Öffnungszeiten sind in den Sommermonaten bis 20 Uhr abends und in den Wintermonaten bis 18 Uhr abends. Wen interessiert das? Eventuell den Camper, der dort die sanitären Einrichtungen nutzen möchte. Punkt 4 der Ordnung, Tiere mitzubringen ist verboten, also bleiben die Jungs im Camper Arno. Das hier ist einer von mehreren Wasservorratsbehältern, hier kann man einfach die Gießkanne eintauchen und dann die Blumen auf dem Grab gießen. Was man hier so rumschwirren sieht oder rumschwimmen sieht, das sind Mückenlarven. Interessiert die Toten weniger. Unser eins, der wir noch einen Puls haben, könnten die Viecher in einigen Tagen, Wochen oder Monaten ziemlich nerven. Ob dieser kleine Springbrunnen den Mückenlarven auch so gute Bedingungen liefert, weiß ich nicht. Ich habe die Kamera dort unten in dem Becken nicht eingetaucht. Aber hier kann man gut erkennen, wie parkähnlich das Ganze hier eingerichtet ist. Bevor wir gehen, nochmal ein Blick auf die sanitären Einrichtungen. Etwas älter, aber völlig okay. Dann pendeln wir vom Übernachtungsparkplatz-Friedhof zum Wanderparkplatz-Friedhof. Friedhof, Wanderparkplatz. Passend für uns Feld-, Wald- und Wiesencacher geht's heute erstmal über einen Feldweg. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Denn beim nächsten Geocache gibt es eine Bank. Und da wollen wir eine kleine Pause einlegen. Ich sitze hier mit ein paar Kaubonbons und wo hat Uta denn bloß schon wieder diese Pizza her? Egal, auf zum nächsten Geocache. Hier sieht man ganz gut, dass Jack ein bisschen größere Wege zurücklegt als wir. Ein bisschen links, ein bisschen rechts mal abschweifen. Man müsste ihm mal ein GPS umhängen, um zu gucken, wie viel er am Tag läuft im Vergleich zu unserer Leistung. Hier halbwegs auf dem Hof leine ich erstmal den Samson wieder an. Und Uta macht das gleiche mit Jack. Und da am Schild ist der Geocache. Uta lässt sich vorsichtshalber wieder zurückfallen, weil irgendwie haben es hier ein paar Kälber geschafft, durch den Zaun zu gehen. Jo, scheint für die kein echtes Problem zu sein. Jetzt sagt Uta, ich soll das irgendwie zumachen. Wie soll ich das zumachen? Das ist zu. Die sind so klein. Aber schick seid ihr. Mal was anderes. Es fielen im Kampf für Deutschland Generalmajor Erich Georg Hans von Kirchbach und Major Erich Adolf Hans von Kirchbach. Ich denke mal, es handelt sich hier um Vater und Sohn. Der Sohn ist ungefähr 3 Monate vor dem Vater gefallen und ein 29-jähriger Major ist auch schon recht ambitioniert.
Wittibuk-Aussichtsturm, Gesamthöhe 33 Meter, Höhe bis zur Aussichtsplattform 25 Meter, Übergabe des Turms im September 1979, Sanierung im Oktober 2018. Und so sieht das Ganze von unten aus. Na, dann gucken wir uns das Ganze doch mal von oben an. Und das ist die Aussicht, die ist recht ordentlich, aber nicht so sensationell. Zumal man heute auch gar nicht so die Weitsicht hat, dass man die Alpen sehen kann. Aber auf dem Turm gibt es nicht nur eine Aussicht, sondern auch einen Geocache. Samson kam dann noch hinterher, dem habe ich dann das Logbuch gegeben, der hat es dann runtergebracht zu seinem Frauchen, die hat uns dann eingetragen und das ausgefüllte Logbuch hat er dann wieder zu mir hochgebracht. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ich bin noch hier. Hallo, hier geblieben. Gib mir das Büchlein. Dankeschön, jetzt kannst du wieder gehen. Und tschüss. Die Schatten werden länger. Morgen ist Montag und ich muss wieder arbeiten, also sehen wir mal zu, dass wir langsam wieder Richtung Camper Arno kommen. Was sind denn da für kurze bunte Säulen? Na, die probieren wir doch noch gleich mal aus für ein bisschen Agility mit Jack. Obwohl ich glaube, ein vergleichbares Hindernis gibt es beim Agility gar nicht, oder? Hier sind wir fast wieder bei Camper Arno. Übertal, das ist dann ja eigentlich ein Berg, oder? Oder ein Heißluftballon, man weiß es nicht so genau. Das Fotografieren mit der DJI Osmo Pocket habe ich noch nicht so ganz drauf, ist ein bisschen unscharf geworden. Aber trotzdem 7,4 Kilometer, 286 Höhenmeter und dank Aussichtsturm etc. über 6 Stunden. Jetzt ging es in Camper Arno nur noch nach Hause, darum sage ich an dieser Stelle danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!